soweit klar, Jungs? Es ist besser, wenn ihr alles nochmal durchcheckt. Du hast nur einen Versuch für diesen Stunt, Colt. Also versau ihn nicht. Nur keine Sorge, Ray. Wenn wir die Nummer versauen, dann haben wir wenigstens einen guten Schluss für unseren Film. Also ich will keine Verletzungen riskieren. Wenn du denkst, dass der Stunt zu gefährlich ist, dann müssen wir uns eben was anderes überlegen. Nein, wir halten uns ans Drehbuch. Colt hat recht, Ray. Wir haben doch nur dann eine Chance, ein paar müde Dollar zu verdienen, wenn wir den Etat nicht überziehen. Wen interessiert hier der Etat? Die Welt wartet auf meinen Film. Komm schon, Harry. Denkst du denn wirklich, dass alle Welt nur darauf wartet, so eine billige Produktion wie deinen Todesautostrich zu sehen? Autostrich. Komm, Harry. Ich habe die Autowaschszene umgeschrieben. Wir können sie jetzt draußen drehen und sparen die Atelieraufnahmen. Na, fantastisch. Ich liebe pfennigfuchsende Autoren, besonders wenn ich Geld in den Film stecke. Wir haben alle unseren letzten Cent in dieses gewaltige Epos investiert. Also lasst uns den Film zu Ende bringen, sonst sind wir schon vor dem Essen pleite. Hallo, Miss Green. Nur einen Augenblick. Wozu? Sie kennen meine Antwort. Ich denke nicht daran, Stadtrat Jarvis mit einer Wahlkampfspende zu unterstützen. Und jetzt verlassen Sie bitte den Drehort. Das Klagelied hört sich so an. Es gibt viele und große Gefahren in einer Stadt wie Los Angeles. Brandstiftung, Bandenkriminalität, Beschädigung der technischen Ausrüstung, die sie ja Tag für Tag eine enorme Miete kostet. Okay, okay, hören Sie auf, drum herum zu reden und sagen Sie mir, was Sie wollen. $40,000. Völlig unmöglich, wir sind eine ganz bescheidene Produktion. Vergessen Sie es. Hat sie bezahlt? Tja, tut mir leid, Stadtrat, aber sie hat kein Geld. Diese Hollywood-Typen kommen doch an Geld, wenn sie wollen. Filme machen ist doch reiner Straßenraub. Ray Grant sieht das anders. Ich brauche aber die 40.000. Ich habe Schulden bei Haley. Art Haley und das Syndikat können verdammt unangenehm werden. Also, dann tut ihr weh. Ist gar nicht gut. Wenn der Film nicht zustande kommt, dann ist für sie überhaupt nichts drin. Dann greift euch den Star. Das geht auch nicht. Er soll ja das Geld bringen. Dann haut jemanden in die Pfanne, der nicht so wichtig ist. Also, wir können jetzt, CB. Ich will nur noch mal den Kameraablauf durchchecken, dann kannst du loslegen, Colt. Wer hat gesagt, dass alles, was ein Mann macht, eine Frau noch viel besser kann? Oh, vielleicht Albert Einstein. Red keinen Stuss. Das geht mit Fernsteuerung, wie beim Kinderspielzeug. Ein Knopfdruck von mir und die Sprengladung zerfetzt die Reifen. Okay, okay, erzähl deine Geschichten später, bloß weg. Und jetzt verdient eure Gage. Wir denken nur an die Show. Action! Die Rampe kommt. Halt dich fest, das muss gefährlich aussehen. Gleich gehen sie hoch. Ihr habt unser Tempo. Na dann los. Jetzt! Ich glaube, mit der Vorderachse stimmt das nicht. Mir geht's gut, aber sieh mal nach Howie. Bist du verletzt, Howie? Stehe ich oder liege ich da unten noch rum? Du stehst schon wieder. Ja, lebe ich wohl noch, was? Hallo, wie geht's denn so? Das tut überhaupt nichts zur Sache. Das hier hat irgendjemand geplant. Du meinst, das war gar kein Unfall? Das war eine Explosion auf Bestellung. Das ist das Ende, Colt. Das heißt, mit dem Film ist es aus und vorbei. Wir haben kein Geld, um das zu reparieren. Wir können nicht aufhören. Wir haben uns alle für diese Produktion bis zum Hals in Schulden gestürzt. Die Kara hat unsere gesamte Kameraausrüstung ruiniert. Weißt du, was der Quatsch kostet? Aber wir haben doch eine Versicherung. Ach, eine Versicherung. Und mit welchem Geld hätten wir die bezahlen sollen, diese Versicherung? Selbst wenn wir weitermachen wollten, uns fehlen jetzt schon ungefähr $100,000. Aber wer steckt hinter der Sache? Ich hab da so eine Idee. Hast du? Wer ist es? Ein mieser Politiker. Er heißt Jarvis. Er versucht, Schutzgebühren zu erpressen. Wir hauen diesen Dreckskerl in die Pfanne. Ach ja, dann sag auch wie.
Überleg mal, Ray. Unsere Welt ist eine Welt der Vorspielung falscher Tatsachen und der Magie. Ja, nicht wahr? Na und? Was ich sagen will, ist, wir sollten diesem Stinktier eine kleine Kostprobe davon geben. Danke, dass du Detective Riley mitgebracht hast, Harry. In diesem Film steckt auch mein Geld, Colt. Sievers, jeder Beamte hier in Los Angeles möchte diesen Lloyd Jarvis festnageln, mich eingeschlossen. Aber bis heute haben wir es nicht geschafft. Wenn Sie glauben, Sie können es, dann arbeite ich gern mit Ihnen zusammen. Es ist ganz einfach. Ich meine, Jarvis ist ein Hai und dieser Hai beißt seine Mitmenschen. Das wissen wir. Nun, wir werden zurückbeißen. In seine empfindliche Stelle. Hat er vielleicht irgendwelche Probleme? Keine zum Beißen. Kommen Sie, jeder hat irgendwo einen schwachen Punkt. Besonders ein mieser Politiker. Gut. Er spielt wie der Teufel. Das heißt, dass er mit $40,000 Spielschulden an der Angel hängt. Genau diese Summe verlangt er von mir. Muss er bezahlen? Es sei denn, er will sterben. Geborgt hat er sich diese Summe von Art Haley, dem Syndikatschef. Dann hat Freund Jarvis also Angst vor Haley. Natürlich, die hat so ziemlich jeder. Ich sehe, worauf du hinaus willst, aber du kannst keine Superratte wie Haley benutzen, um eine kleine Ratte wie Jarvis zu fangen, wenn sie beide am selben Käse nagen. Also wie ich vermute, will Colt genau hier seine Zaubernummer ansetzen, richtig? Richtig. Wir haben hervorragende Darsteller und ein gut funktionierendes Produktionsteam zur Verfügung. Und was soll das für ein Film sein? Wir drehen einen Abenteuerfilm. Der Titel ist Der böse Wespenstich. Der Wespen? Wespe ist die Abkürzung für Welterneuerung durch politische Eintracht. Nicht doch diese Wespe, Howie, sondern Wespe wie Wespe. Die mit dem Stachel. Mit einem Stachel, der lähmt. Wir müssen Haley nur dazu bringen, Jarvis böse zu stechen, bevor Jarvis uns böse stechen kann. Jeder von uns spielt dabei eine Rolle. Aber zuerst brauchen wir Informationen über den Mann. Das werde ich erledigen. Denkst du, dass du das kannst? Na klar kann ich das. Ich habe immerhin 3 Semester Informationswissenschaften studiert. Und die Prüfung gemacht? Na klar. Sogar mit 1+. Lügner. Was ist, sehe ich gefährlich genug aus? Oh ja, wie soll ich sagen, du siehst tödlich aus. Tödlich? So tödlich wie ein verlorener Job. Hast du das Blut bei Harry nicht übertrieben? Hätte Rembrandt eine Farbe übertrieben? Bitte? Ich bin der beste Mann für Spezialeffekte in dieser Branche. Für billige Filme. Tja, Leute, ich glaube, die Zeit für Jodys Auftritt ist gekommen. In Haleys Disco. Getränke, Kinder. Nur beste Zutaten garantieren feinstes Aroma. Moment, Felix. Dieter gefällt mir. Sagen Sie nichts, lassen Sie mich raten. Sie reiten solche Touren natürlich sonst nie, aber dann sahen Sie meinen Cha-Cha und waren gleich verknallt. Ich finde Sie beachtenswert. Aber ohne Bubblegum müssen Sie das Zeug kaufen. Wissen Sie, es lenkt mich ein bisschen ab von den Verhältnissen der Welt. Verhältnissen? Interessantes Wort. Ich denke, du und ich könnten diesen Begriff neu definieren. Ich liebe freche Kerle. Ganz besonders die mit Geld. Schüttel ihn ab und ich nenne dir ein paar Zahlen. Und doch nicht mit mir, Kleiner. Oh mein Gott, das ist die Welt. Oh, Harry! Oh, haben Sie sich wehgetan? Okay, machen Sie Platz. Lassen Sie mich durch. Gehen Sie bitte zur Seite. Detective Tom Riley, Sonderkommando. Erstaunlich, dass Sie überlebt haben. Man sagte uns, ein Mann, der sich Wespe nennt, bekommt $50,000, wenn er sie erledigt. Ich habe nie was gehört von einem Killer, der sich Wespe nennt. Aber er hat schon von Ihnen gehört. Und ich wünsche Ihnen von Herzen, er sollte das nächste Mal ein besseres Auge haben. Musik.
Also, der Film Der böse Stich der Wespe fängt spannend an. Sei unbesorgt, wenn alles klappt, kriegst du von mir ein neues Hemd. Was ist denn? Sag mal, du hast eben diese Wespe erkannt. Woher kennst du den Penner? Weißt du, so ein lediges Ding wie ich trifft die verschiedensten Männer. In einer Stadt wie dieser weiß man nie, wer einem einen Whisky spendiert. Ich bin in deiner Schuld, mein Schatz. Und Heli bezahlt, was er schuldig ist. Felix, gib mir ein paar Dollar. Oh nein, keine Almosen, bitte. Beflecken wir doch nicht meine selbstlose Tat. Du erstaunst mich. Du hast sogar ein bisschen Klasse. Was habe ich da gehört? Ein bisschen Klasse? Gleich kommt deine Faust geflogen und schlägt dir ein blaues Auge als Kontrast zu deinem frechen Mundwerk. Dreh nicht gleich durch. Ich wollte nicht deine Gefühle verletzen, Schatz. Mein Name ist Jody. Dann hör zu, Jody. Morgen fährst du einkaufen und beschaffst dir ein paar hübsche neue Kleider, klar? Und dann kommst du zu mir zum Mittagessen. Aber vorher wäschst du dir das Haar und putzt dir deine Fingernägel. Mach dich hübsch. Mach dich hübsch und antiseptisch. Was soll ich denn morgen tragen? Vielleicht ein Operationshemd? Also bis dann. Also wirklich, die turnt mich an. Netter Gedanke, dass sie mich morgen zum Essen besucht. Jeder, der Mr. Haley besucht, muss sich dem unterziehen. Es ist nur eine Routinekontrolle. Hey, das kitzelt. Oh, bei der Leibesvisitation hätte ich ganz zärtliche Musik. Ich und die Kette oder nichts? Hier lang, bitte. Was kommt jetzt, eine kleine Blutprobe? Stehen bleiben. Das ist ultraviolettes Licht. Es tötet Ihre Bakterien. Also, ihr versteht es wirklich, eine Frau anzumachen. Treten Sie näher. Tagchen! Hallo, Traumfrau. Hallo, Schlaffi. Was ist das hier, ein Bunker? Und das draußen, das wirkt ja wie eine Anti-Seuchen-Aktion. Willst du was zu trinken? Klar, Scotch on the rocks. Alkohol? Bist du wahnsinnig? Der Fusel zerstört deinen Magen. Hinterher, aber vorher beseitigt er meine Hemmungen. Tja, das ist ja eine urgemütliche Hütte hier. Sehr hübsch eingerichtet. Herrlich. Sehr schicke Sachen. Man spürt die Hand eines guten Innenarchitekten. Na, wer sagt's denn? Eine Öko-Bar. Jody hat gute Arbeit geleistet. Das ist Haleys Gesundheitscenter. Die Fotos geben uns alle gewünschten Auskünfte. Wir haben nur ein paar Minuten in Haleys Haus. Hat jemand ein Zeitproblem? Ich brauche nur eine Minute für den Umbau der Monitore. Sollst du haben. Was ist mit den Elektrikern? Mehr als eine Minute brauchen wir auch nicht. Das Angriffsteam stürmt das Haupttor und zieht damit die Aufmerksamkeit der Wachmänner auf sich. Howie? Wenn die Sensoren abgestellt sind, damit Haleys Männer das Grundstück verlassen können, um uns zu verfolgen, geht das technische Team rein. Aber vergesst nicht, alles muss so aussehen, als ob es die Arbeit der Wespe ist. So, jeder nimmt eine Maske. Aber warum tragen wir denn Masken? Dumme Frage. Die Masken machen es unheimlich. Es soll ein bisschen zugehen wie auf der Geisterbahn. Oh. Na, wie sehen wir aus? Ich würde so sagen. Bestimmte Ähnlichkeiten mit dem Gesicht darunter sind unverkennbar. Sievers, sehen Sie in mir nicht den Spielverderber. Aber erwarten Sie wirklich was von diesem Mummenschanz? Was soll ich sagen? Jeder Plan, so brillant er auch sein mag, ist nur so gut wie die Leute, die ihn ausführen. Das ist unser Problem. Also gut, machen wir Schluss. Gut, bis dann. Durch die Fotos kennen wir jede Einzelheit des Hauses. Das garantiert uns, dass die Sache klappen wird. Jeder weiß genau, was er zu tun hat. Und rufst Eli an. Ah!
Ich kann nichts sehen, verdammt nochmal! Bringt euch nicht gegenseitig um! Die sind einfach verschwunden! Hört rein, jeder weiß, was er zu tun hat. Beeilt euch, Jungs! Der Countdown läuft! Wir haben eine Minute! Holen wir die Dinger mal um. Und jetzt das hier. Danach wird er wohl ein bisschen Fieber bekommen. Und jetzt verändern wir mal seinen Blutdruck. Aber pass auf, mach das Ding nicht kaputt. Bleiben Sie im Wagen, Mr. Haley. Ich rufe noch ein paar Leute. Los, kommt her! Kommt her! Ihr bleibt bei Mr. Haley. Lasst keinen an ihn ran. Noch 23 Sekunden. Wo sind die Kerle geblieben? Wir haben sie verjagt, was sonst? Es waren Männer der Wespe. Die Zeit ist um. Los, raus hier. Ich hab gedacht, hier ist jemand. Da haut einer ab, wir nehmen den Hubschrauber. Los, rein! Startet das Ding! Wir verfolgen ihn! Da ist er! Geh nicht daran! Los, setz dich hinter ihn! Geh ganz dicht dran! So, jetzt hast du ein gutes Schussfeld. Nagel ihn an, Felix! Ich möchte ihn nicht umbringen, nur Kampf und Fähigkeit! Feli möchte wissen, wer die Wespe ist! Dicht dran! Weiter oben ist eine Baustelle! Sehr gut, da schnappen wir uns den Kerl! Hast du was von ihm? Nein, nicht die Spur. Hier, Junge. Sag mal, diese Skier willst du doch sicher verkaufen. Auf keinen Fall, Mann. Okay, machen wir ein Tauschgeschäft. Du kriegst eine Rolle in unserem Film, wenn du mir die Dinger mal leist. Brauchen Sie da Sommerski? Ja, so steht's im Drehbuch. Keine Angst, du kriegst sie wieder. Und ich bekomme eine Rolle fürs Borgen, ehrlich? Eine Hauptrolle. Na komm, mach schon. Danke, bin gleich wieder da. Wir haben ihn, das ist er! Thank you.
hinter ihn. Ich verpasse ihm einen ins Bein. Halt die Mühle ganz ruhig. Verdammt nochmal, Felix, jetzt musst du ihn doch treffen. Schüttel ihn ab! Er hängt an einer der Kufen! Wie denn? Das kann ich nicht! Kämpfen oder fliegen? Wohin wollen Sie, Sir? Also nach meinen Berechnungen ist unser nächster Schachzug völlig klar. Haley misst seinen Blutdruck und seinen Puls beinahe stündlich. Ja, und der Saft, den er trinkt, schmeckt nach gekochter Eiche. Haleys Hubschrauber ist von der Polizei beschlagnahmt worden. Gut, dann geht ja alles nach Plan. Nicht ganz. Colt wäre beinahe umgekommen bei der Hubschrauberjagd. Wie konntest du nur den Hubschrauber übersehen, Howie? Nun komm, mach mich nicht verrückt. Schließlich habe ich nur ein paar Stunden Zeit für meine Berechnungen gehabt. Da kommt es schon mal vor, dass man eine Kleinigkeit übersieht. Solche kleinen Fehler können uns aber umbringen. Ja, ja. Sei unbesorgt, es wird nicht wieder vorkommen. Ah, bist du sicher? Ja. So gut wie sicher. So gut wie? Aber wir riskieren unser Leben. Und ich meine Tugend. Und du sagst so gut wie. Warum seid ihr eigentlich so sensibel, hä? Weißt du, weil es nur um Leben und Tod geht. Wieso eigentlich soll ich diesen alten medizinischen Wälzer nochmal durcharbeiten? Ein Schauspieler muss seine Rolle kennen, sonst kann er sie nicht gestalten. Tja, wie viel Zeit habe ich da noch? Ich bin erst bei Angina Pectoris. Überspring A und B und studier Coronarverschluss. Wir hetzen Haley auf Lloyd Jarvis, aber erst, wenn unsere kleine Falle zuschnappen kann. Und wann ist das? Bald. Ich denke, so langsam müsste Haley herausfinden, dass er kein gesunder Mann mehr ist. Also, da gebe ich dir einen einfachen Auftrag, Felix, und einen Hubschrauber, um ihn auszuführen. Dieser Killer hat doch auch nicht mehr drauf als andere. Du solltest... Das da kann nicht stimmen. Das ist doppelt so viel, wie es bei dieser Phase des Trainings sein sollte. Felix, schnell. Jetzt brauche ich was zu trinken. Leber und Salbei schick. Sie bereiten den Stunt vor, Mr. Jarvis. Macht die Sache gründlich und so, dass er von diesem Unfall aus dem Verkehr gezogen wird. Wenn sie dann immer noch nicht zahlt, dann zahlt sie wohl niemals. Sie sagt nach wie vor, sie kommt mit den Mäusen nicht rüber. Ja, was erwartet ihr denn? Die Frau ist Produzentin. Glaubt ihr, die bezahlt einen Cent extra, wenn sie nicht muss? Diesmal erwarte ich Ergebnisse. Felix, ist der Schick denn noch nicht fertig? Komm, bring mir den Saft. Felix! Was stimmt denn nicht, Boss? Woher soll ich denn das wissen? Ich habe mich immer wohl gefühlt und jetzt ganz plötzlich... Hast du vielleicht an der Klimaanlage rumgefummelt? Nein, unverändert. Die steht wie immer, Boss. Oh, mir ist nicht gut. Mein Puls hämmert wie verrückt. Ruf Dr. Ferguson an. Von Dr. Ferguson. Hier ist Art Haley. Geben Sie mir den Doktor aber sofort. Ich brauche ihn dringend. Tut mir leid, Mr. Bailey, aber der Doktor ist verreist. Er ist zu einem Hals-Nasen-Ohren-Kongress unterwegs, nach Hawaii. Kann ich möglicherweise behilflich sein? Ich will keine Krankenschwester, ich will einen Arzt und mein Name ist Haley. Oh, bitte einen Moment, Mr. Bailey.
Dr. Martin Latimer am Apparat? Hier spricht Art Haley, Doktor. Ich bin ein Patient von Dr. Ferguson. Haberman, Hacker, Tau... Ja, ich habe Ihr Krankenblatt vor mir, Mr. Haley. Was haben wir denn für ein Problem? Mein Puls rast und mein Herz beginnt wild zu galoppieren. Ich habe Schüttelfrost mit Schweiß gebadet und alles verschwimmt mir vor den Augen. Ich fühle mich sehr schwach. Mhm, das klingt ja ganz so, als ob irgendwas mit Ihrem Herzen nicht in Ordnung wäre. Aber in Ihrer Krankengeschichte befinden sich diesbezüglich keinerlei Hinweise. Das interessiert mich alles nicht. Kommen Sie gefälligst sofort zu mir. Hausbesuch bitte meinen Arztkoffer. Ich fahre zum Drehort. Sonst schickt Ray einen Suchtrupp los. Wir haben immer noch einen Film zu machen. Hoffentlich klappt es. Keine Angst, ich habe eine Kopie vom Drehbuch geklaut. Ich weiß ganz genau, wie dieser Stunt abläuft. Der Gangsterwagen erwischt euch dann am Pier. Okay, Ray. Wenn du willst, dann können wir. Alles fertig bei euch? Ja, Ma'am. Fahr los. Kamera 1 fertig? Alles klar. Kamera 2 fertig? Okay. Action! Bin ich 2 Zentimeter kürzer. Seid bitte vorsichtig. Was denn? Das sagst du mir jetzt? Okay, das wär's bis dahin. Kommt jetzt den vorgeschriebenen Weg zurück. Schlank und geh durch, Baby. Hey, spinnt ihr? Das ist scharfe Munition. Halt an, Colt, und steig aus. Aber die Kiste hält nicht an. Raus hier. Das darf doch nicht wahr sein! Fehlt dir irgendwas? Ja, ich glaube, mein Hut. Mein Gott, das Auto ist zu früh explodiert. Ja, viel zu früh. Und mit Absicht. Sie erwartet eine Bakterienschleuder? Na dann. Nicht nehmen Sie meins, das ist gerade gekocht worden. Sowas. Ach ja, das hätte ich fast vergessen. Ein Mann draußen drückte mir diesen Zettel für Sie in die Hand. So. Tief atmen. Er ist von der Wespe. Hier steht, er wird nicht aufhören, bis ich tot bin. Kommen Sie, das ist doch Unsinn, Mr. Haley. Wespen töten einen nicht, die stechen nur. Ja? Mr. Haley, hier spricht Ray Grant. Ich produziere Filme und mache Regie. Ich stecke niemals Geld in Filmgeschäfte, das ist mir zu anrüchig. Ich hätte Sie gern mal gesprochen. Es handelt sich um einen Mann, der Sie töten will. Er ist bekannt unter dem Namen Die Wespe. Kommen Sie gleich zu mir. Sofort. Wir haben ihn. Sagen Sie mir das bitte nochmal, Miss Grant. Ich sagte gerade, dass diese Unglücksfälle keine Unfälle waren. Ein Mr. Jarvis steckt dahinter und er will von mir $100,000, sonst lässt er mich meinen Film nicht zu Ende drehen. Ach ja? Was geht das mich an? Jarvis hat behauptet, dass er das Geld braucht, um bei Ihnen Schulden zu bezahlen. Gut. Ich dachte aber, es ginge hierbei um die Wespe. Ja, stimmt, genau. Jarvis zahlt an die Wespe, die Sie ermorden soll. Er denkt, ein toter Mann präsentiert keine Wechsel mehr.
Also, Sie müssen etwas unternehmen. Sonst sind wir alle tot. Mehr oder weniger. Mir geht es viel schlechter, Doktor. Tagchen, Süßer. Ich hoffe, du hast mich vermisst. Weißt du, ich habe jedenfalls oft an dich denken müssen, mein Liebling. Sehr nett gesagt. Jodie, ich möchte, dass du eine Begegnung zwischen mir und der Wespe arrangierst. Oh, und soll dieser Mann nicht äußerst gefährlich sein? Nachher ist er wütend auf mich, wenn ich das mache. Ich bezahle eine Menge für dieses Rendezvous. Sag ihm, ich möchte ihm ein geschäftliches Angebot machen. Ach so, du willst ihm ein Angebot machen, das er nicht ablehnen kann? Ja. Klingt das nicht gut? Das finde ich auch. Genau nach Fahrplan. Versuchen wir es nochmal. Sekunde. Nicht so festbinden, Colt. Der Junge soll doch nachher flüchten können. Hervorragend doch alles läuft, wenn man nur ein gutes Drehbuch hat. Mr. Haley, das ist doch verrückt. Ich kann doch nicht Tag und Nacht neben Ihnen hocken. Klar können Sie. Ich habe noch mehr Patienten. Aber Sie haben bloß ein Leben. Soll ich das als Drohung verstehen? Ja, das würde ich. Das ist sie. Okay, es ist alles klar. Die Wespe erwartet dich direkt an der Ecke 5. und Main Street, sofort. Sehr gut. Doc, ich möchte, dass Sie fahren. Im hippokratischen Eid steht aber nichts vom Chauffieren von Patienten. Ihr seid alle gleich, ihr blasierten jungen Ärzte. Ihr denkt doch nur an die Mäuse. Wo bleiben da die ärztlichen Prinzipien? Hat schon was mit Prinzip zu tun, wenn man Leute wie Sie am Leben hält. Auch Ärzten kann es an den Kragen gehen. Das war keiner und schützen die Ärzteverbände. Das ist der Typ. Oh mein Gott, er will schießen. Fahren Sie los, schnell! Ich muss mit der Wespe reden. Warum stoppen Sie? Sie haben gesagt, Sie wollen ihn sprechen. Das ist vermutlich unsere einzige Chance. Mit besten Empfehlungen von Stadtrat Jarvis. Töten Sie uns nicht, ich bitte Sie, nicht schießen! Und? Warum sollte ich die denn umlegen? Ich schieße nur auf bezahlte Ware. Berufsmoral. Ich gebe Ihnen doppelt so viel wie Jarvis. Um was zu tun? Töten Sie Jarvis statt mich. Sie kriegen das Geld im Voraus, bar auf die Hand. Die ganzen 150.000 Dollar? Jarvis zahlt Ihnen bloß 50. Wollen Sie jetzt wirklich noch pokern? Nein, nicht pokern. Ich werde 2 Stunden brauchen, um das Geld zu beschaffen. Wir treffen uns dann in meiner Disco. In Ordnung. Und wenn die Mäuse nicht da sind, sehen Sie diese Kanone wieder. Oh. Wirklich vom Glück reden, dass Sie einen Arzt dabei haben. Was? Jetzt hören Sie mal zu, Jarvis. Der Kerl soll Sie jetzt kalt machen für das Doppelte von Ihrem Preis. Ich habe ihn nicht angeheuert. Haley ist davon überzeugt.
Wo steckst du? Außerhalb. Ich verschwinde von hier. Und wenn ich sie wäre, würde ich auch abhauen. Die Wespe ist unterwegs. Wollen wir etwa verreisen? Hoi? Jarvis hat lauter gesungen als ein Kanarienvogel mit Verstärker. Nun brich mal dein Nickerchen ab, ich habe gute Nachrichten. Der schlummert noch ein Weilchen. Wenn du dem Kleinen was getan hast... Richtig ab. Der wird wieder aufwachen, aber du vielleicht nicht, Sievers. Oder sollte ich Wespe sagen? Beweg dich nicht. Ich brauche nur ein Bier. Der Blick in der Revolvermündung macht eine trockene Kehle. Beweg dich schön langsam, dann können wir uns weiter unterhalten. Ich will ja nicht kleinlich sein, aber zu einem Gespräch gehören immer zwei. Aber bis jetzt hat nur einer geredet, nämlich du. Ja, das ist so meine Art. Ich wollte schon immer aus dem Fach des Handlangers heraus. Aber Verbrechen ist wie jedes andere große Geschäft. Man muss bereit sein, ganz unten anzufangen. Du strebst nach Erfolg, hm? Was ist wohl amerikanischer als das, hä? Und ich soll dir die goldene Leiter raufhelfen, wie ich das sehe, hm? Sehr richtig. Ich weiß jetzt, dass Jarvis mich verkauft hat, wie Haley auch, und die übrigen, die er für seine dreckigen Manipulationen missbraucht hat, verstehst du? Das heißt, meine Erfolgsaussichten in diesem Geschäft sind dadurch einigermaßen beeinträchtigt. Da stimme ich mit dir überein. Na, wie schön. Dann wirst du begreifen, dass es für mich das Beste ist, dich an Haley auszuliefern, bevor er eine Zellennummer bekommt. Für den richtigen Preis, versteht sich. Versteht sich. Dann rate ich dir nur, dich zu beeilen, sonst wird dir die Polizei zuvorkommen. Also dann komm. Na komm, beeil dich. Ja. Willst du nicht doch noch einen Schluck Bier? Hast du gedacht, dass ich auf diese alte Nummer reinfalle? Nein, nicht auf die alte, aber auf die neue! Ach. Ja, hallo? Wer ist der Besucher? Oh, nur ein weiterer Ganove mit einem Wespenstich. Setz dich hin und behalte ihn in deinem Adlerauge. Ich muss jetzt abschwören und meinen letzten Stich machen. Na, wie sehe ich aus, hä? Kein Kaugummi, saubere Hände und ein reines Herz. Wirklich, Ladylike, perfekt und lupenrein. Das sind die 150.000 für die Wespe. Danach hast du meine ganze Aufmerksamkeit. Hat er sich gemeldet? Nein, noch nicht, Boss. Ruf mich gleich, wenn der Kerl auftaucht. Ja, ist gut. Suchen Sie mich? Wie sind Sie hier reingekommen? Wespen können fliegen. Haben Sie das Geld? Um Jarvis brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen. Ah. Jody, darauf trinken wir einen und dann zeige ich dich der Welt. Okay, ich möchte einen Champagner-Cocktail und zwar nur mit Orange und eine Flasche Champagner für mich und die Lady. Oh. Aber wasch die Flasche gut ab, bevor du sie entkorkst. Sieh an, wer da auftaucht. Das ist, wenn ich nicht irre, unser freundlicher Detective. Du, komm her. Ja? Du hast einen Profikiller auf Jarvis gehetzt. Also wirklich, ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Hier, Sie, Unschuldslamm. Was ist das? Ein Einladungsschreiben vom Untersuchungsausschuss an Jarvis. Er ist bereit, gegen Sie auszusagen. Die Wespe? Besser bekannt als Colt Sievers. Sie stecken demnach hinter dieser Gemeinheit. Schön langsam, Dicker. Flossen hoch. Komm hoch und sieh dich mal um. Ihr habt mich geleimt. Jarvis wollte mich nie erledigen, nicht wahr? Jarvis, wer ist das? Oh, Jody, ich hatte die besten Absichten, aus dir was zu machen. Da hätte sich nichts machen lassen, Kleiner. Komm jetzt. Einen Augenblick. Was ist mit meinen 150.000? Welche 150.000? Der da hat sie bekommen. Gratuliere, Sie sind im Showbusiness. Abmarsch. Abmarsch.
$150.000 mit den besten Empfehlungen von Art Haley. Vielleicht machen wir einen neuen Film. Und wie heißt er? Ich würde sagen, Die Wespe. Ja, das ist eine klasse Idee. Da kann man eine Serie draus machen. Die Wespe sticht fürchterlich zu. Oder vielleicht die. Eine Wespe macht eine Fliege. Das ist zwar ganz komisch, aber da ist noch meine alte, wundervolle Filmidee. Uns fehlen einzig und allein nur ein paar Dollar dazu. Vergiss es, Ray. Es gibt eine alte Regel im Filmgeschäft. Und die deckt sich mit ganz persönlichen Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Nimm nie dein eigenes Geld. Einmal ist schon zu viel. Die Wespen fliegen. Wir machen daraus eine riesige Weltraumkiste mit Titeln wie Die Rückkehr der Wespen oder Die unheimliche Wespe der vierten Art. Die Jedi-Wespe trifft die Weltraumfliege. Hey, Kinder, den Krempel hier habe ich von Haley. Wo soll ich den Schrott hintun, ha? Schrott? Das ist hundertprozentige Seide, französische Modelle. Sie passen leider noch nicht ganz zu meinen Jeans, stimmt's, Colt? Dann tu das Gleiche mit dem Zeug wie ich mit meinem Wespenkostüm. Gut, und das wäre dann? Trag's zum Karneval.